Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer-Deku mit der 21. Folge von Bioshock 2. So, wir machen jetzt das Numero 3. Sprich, wir geben das dritte, die drei Little Sisters ab und wir tun sie natürlich retten. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Keinen Ton zu ihr. Ich will spielen. Ja, keinen Ton zu ihr. Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Ja, ich brauche Heilung. Da. Oh, direkter Treffer. Meine Kälte bekommst du nicht. Niemals. Viel Spaß. Ja. Tschüss. Könnte funktionieren. Abschauen. Zurück in die Gosse mit dir. Ruhe da. Ohne Munition. Also ich bin munitionsarm, richtig munitionsarm. So munitionsarm war ich lange schon nicht. Ich musste dich auch zum Schweigen bringen. Du bist ein Krüppel! Nö. Alter, ich muss hier alle Waffen opfern, die ich noch habe. Fuck it! Und die stehen da rum wie Geisteskranke.
Ich will deinen scheiß Anzug nicht. Stirb jetzt und lass mich in Ruhe. Ich bin sowas von munitionsarm. Brauchte ich jetzt Verbandskasten? Habe ich hier noch was drin? Nee. Subject Delta, ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Oh Gott, gütiger Gott, ich schwöre dir, das war nichts gegen dich persönlich, okay? Nicht! Bitte nicht! Verpiss dich. Ich bin kein Unmensch. Sei froh, ich hab dich am Leben gelassen. Forge Fuelt Wakes. Der letzte Bauer-Update ermöglicht es dir, Kugeln. Manche Maschinen kannst du mit Winterblaster einführen, um die Heckennagel zu verlangsamen. Oh, cool. Wieder eingefroren. Wieder eingefroren. Ja. Die GEMA wird mir bestimmt hier wieder auch einen Strich durch die Rechnung machen. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Okay. Das werde ich eines Tages noch gebrauchen können. Wartet mal. So, Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Man kann nicht einen ganzen Kult zum Schweigen bringen, oder? Oder vielleicht doch? Ja, vielleicht kann man das doch. So, wie sieht's aus? Gut, 18. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen.
Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Beinahe. Auch wieder so eine schöne Fotowand, die wir auch schon in Bioshock 1 hatten. Ich brauche 1 Kohle. Wie viele Big Daddy sind hier? Oh, genau 5. Damit draußen. Beschlagnahmt. Voll fett beschlagnahmt. Okay. Eleanor. Bist du ein Meister von. Mach mit der Schadensforschung das Beste aus deinen freigeschickten Schadenboni. Erhöht den Wert der Schadenboni durch Forschung. Alles. Mir gefällt. 9. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Okay. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Wenn jetzt ein lautes Autogeräusch sein sollte, tut es mir leid. Meine Nachbarn fahren um die Uhrzeit mal kurz mal weg. So. Oh. Sieht das hier schön wieder aus. Erstmal hier beschlagnahmt. Ah, komm her. Oh, Verbandskasten, nice. Ich höre schon wieder eine scheiß Big Sisters. Ich gucke gerade, ob hier noch so ein schöner, ich nenne sie einen Lieb Adam Wurm sind. Aber scheint nicht zu sein. Okay. Dann rein da. Dann mal ablassen, bitte. Boah. Es war nass. Du bist gefeuert. Ah, oh, geil. Du bist gefeuert. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du bist gefeuert. Okay.
der freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich's in den Arm gespritzt hat. Durchsucht ihn. Aber Mr. A, er hat sich doch schon gespritzt. Es ist nichts mehr übrig. Mr. A? Ich bin dein Arbeitgeber, du sprechende Pestbeule. Wie heiße ich? Alexander der Große. Oh, jetzt fällt es ihm wieder ein. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Wegtreten! Du bist gefeuert! Entlassen! Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Ich bringe meinen Namen. Fang dich aber nicht. Alter! Ja, ja. Scheiße, wenn man keine... Ah, ich brauch mehr Muli, mehr Heilung, ich brauch alles. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ziemlich. Ich gucke hier jetzt mal gerade nach, ob ich hier noch was Gutes finde. Spann gehabt. Na, hat... Oh, die hat ein Händchen. Wie sie so beschlagnahmt, immer noch. Hat er von da aber nicht gekommen. Hier irgendwas ist? Nö. Okay, dann gehen wir hier mal in die Ecken gucken. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon in der letzten Folge gesagt habe. Es kann sein, dass durch die Aktionen, die hier passieren, ich es vergessen habe. Und zwar, ihr wisst ja, nach Bioshock 2 wird Batman Arkham City kommen. Darüber könnt ihr euch schon mal freuen. Und danach, wenn es klappt, habe ich weil ich ständig auf dem Elex-Trip bin, vor die alten Gothic-Teile, Gothic 1, 2 und sogar 3 noch zu Let's Playen. Mal gucken, wie das wird. So. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert.
Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta. Ja. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Status aktiv. Zugang gewährt. Danke. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Cool. Das ist jetzt langsam verarsche. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Der ist ja mies drauf und wie er mies drauf ist, sehen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne sage ich wie immer Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer GameMoneyQuo ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne... Zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal.